Ich wette, ihr kennt diese Videos auch. Videos, die auf TikTok, Instagram und YouTube gerade überall viral gehen. Videos von hübschen Mädchen, die ihr gesundes Frühstück zeigen, ihre Morgenroutine abfilmen, ihr Bett machen und generell ihr Leben einfach im Griff zu haben scheinen. Und auch wenn ich immer dachte, mein Leben einigermaßen im Griff zu haben, haben diese Videos mich doch das ein oder andere Mal schon zum Zweifeln gebracht. Ich meine, mein Essen sieht nie so hübsch angerichtet aus wie das derer. Meine Study Sessions sehen eher langweilig aus als gefüllt mit schönen Lernblättern. Und auch meine Sportroutinen sind eher schwitzig als schön. Liegt das an mir? Muss ich vielleicht irgendwas ändern? Oder liegt das Problem vielmehr in der Wahrnehmung dieser Videos? In diesem Video möchte ich über Gründe sprechen, warum dein Leben niemals so aussehen wird und warum das auch eigentlich vollkommen in Ordnung ist. Social Media, ob das nun Instagram, TikTok, Tumblr, Twitter, Pinterest ist, besonders Pinterest, ist dafür gemacht, um schön fürs Auge zu sein. Es sind alles Plattformen, die dafür gemacht sind, dass man gerne dort verweilt, dass man sich gerne Beiträge anschaut. Ziel jeden Content Creators ist es also, Beiträge zu erstellen, die möglichst ästhetisch sind. Und daran ist erstmal überhaupt nichts verwerflich und gar nicht schlimm. Ich persönlich mag es auch, mir ästhetische Bilder anzugucken und ich persönlich mag es auch, ästhetische Bilder herzustellen. Und ihr wisst gar nicht, wie ich mich freue, wenn ich es geschafft habe, meinen Matcha ästhetisch aussehen zu lassen. Aber das Problematische daran ist, welche Erwartungen sich daraus ergeben. Wenn man sich viele solcher Videos angeschaut hat, erwartet man plötzlich, dass der eigene Smoothie genauso aussieht wie bei Influencerin XY. Wenn man sich viele solcher Videos angeschaut hat, erwartet man, dass man in Sportklamotten genauso aussieht wie die Person aus dem Video von XY. Und wenn man gerade am Lernen ist, erwartet man, dass seine Notizen genauso schön und bunt und ästhetisch aussehen wie die auf TikTok. Und meistens sind all diese Sachen überhaupt nicht so schön. Weil diese Personen, die diese Videos gedreht haben, unglaublich viel Aufwand, Zeit und Mühe reingesteckt haben, damit diese Sachen so ästhetisch aussehen. Und wenn man dann in seinem normalen Real Life einfach nur einen ganz normalen Smoothie macht oder einfach nur irgendwelche Notizen macht, dann sehen die niemals so schön und perfekt aus wie in all diesen Videos, weil man nicht denselben Aufwand und dieselbe Mühe da reingesteckt hat. Und wenn man das nicht im Hinterkopf behält, dann schmeckt der Smoothie, den man vielleicht all die Jahre immer gerne getrunken hat, nicht mehr so gut, wie er vorher geschmeckt hat. Und dann findet man vielleicht seine Notizen, die all die Jahre einem super viel gebracht haben, plötzlich nicht mehr so gut. Und man findet vielleicht auch seine gesamten Klamotten, die man all die Jahre super fand, auch auf einmal nicht mehr so gut. Und man hat das Gefühl, irgendwas an seinem Lebensstil ändern zu müssen, weil er nicht ästhetisch ist, obwohl der Lebensstil so für einen ja vielleicht schon gut gepasst hat. Grüne Smoothies, Avocado-Brote, AirPods, MacBooks, fällt mir noch irgendwas an, keine Ahnung. All diese Dinge suggerieren ja, dass zu einem guten und motivierten, produktiven Leben materielle Dinge gehören. Um also einem solchen Lebensstil zu entsprechen, muss man immer mehr kaufen. Auch wenn einem die Sachen an sich vielleicht gar nicht so gut gefallen, man kauft sie, weil man natürlich immer weiter versucht, sich in Richtung dieses Lebensstils zu bewegen. Und da kommt man auch schon schnell bei so einem Problem an, weil was ist, wenn man vielleicht nicht genug Geld hat, um sich solche Dinge leisten zu können? Ist man dann vielleicht weniger sportlich, weniger hübsch, weniger intelligent, weniger motiviert, was auch immer, nur weil man all diese Dinge nicht besitzt? Ich wollte die Conclusion dieser ganzen Punkte eigentlich erst ans Ende des Videos packen, aber ich will da trotzdem einmal kurz einhaken. Selbst wenn ihr keinen einzigen Cent auf dem Konto hättet, könnt ihr trotzdem ein glückliches, zufriedenes Leben führen. Ihr braucht nicht, um sportlich zu sein, irgendwelche Fitnessmatten, die 100 € kosten. Ihr braucht auch keine teuren Sportklamotten. Ihr braucht kein teures Equipment. Um ein guter Schüler oder eine gute Schülerin zu sein, braucht ihr auch keine ästhetischen Notizbücher, keine schönen Stifte, keine iPads. Und um eine tolle Figur zu haben oder schlank zu sein oder gesund zu essen, braucht ihr auch nicht jeden Tag ein Avocado-Brot essen oder einen grünen Smoothie trinken. Das geht einmal alles mit ganz, ganz einfachen Mitteln und ich finde es unglaublich schade, dass diese Videos einem oft anderes suggerieren. Die übergeordneten Themen dieser Videos sind ja meistens sowas wie Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, akademischer Erfolg, Fitness Transformation, whatever. Und die Mädels, das sind ja häufig meistens Mädels, die diese Videos drehen, zeigen sich dann mit ihrem perfekt durchtrainierten Körper, mit ihren schulischen Leistungen, die sie vollbracht haben, mit den materiellen Dingen, die sie sich auf einmal leisten können, weil sie auf einmal so viel Geld gemacht haben innerhalb eines Jahres und, und. Und das Problem dabei ist,
dass das einfach meistens den Endpunkt dieser ganzen Entwicklung darstellt. Das heißt, was ihr in diesen Videos seht, ist tatsächlich das Endziel, was jeder damit erreichen möchte. Letztendlich ist es ein Idealbild, was jeder irgendwie anstrebt, aber es ist nicht die Entwicklung, die dahin führt. Die Entwicklung, die zu all diesen Zielen hinführt, ist oftmals eine sehr, sehr hässliche. Die Schattenseiten von solchen persönlichen Entwicklungen werden in diesen Videos meistens gar nicht thematisiert. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal überlege, was hinter meinen guten Noten steckt, dann sind das oftmals auch sehr, sehr hässliche Momente. Das sind vielleicht Momente, in denen ich geweint habe, weil ich extreme Selbstzweifel hatte. Oder Momente, in denen ich mir selber unglaublich großen Druck gemacht habe, weil ich diese Standards unbedingt aufrechterhalten wollte. Oder das sind Momente, in denen mir einfach alles zu viel wurde, weil ich einfach viel zu viel Stress hatte. Und auch generell jeder Moment in meinem Leben, von dem ich heutzutage behaupten würde, dass der mich irgendwie weitergebracht hat, war irgendwo ein Moment, an dem ich gestruggelt habe, an dem es mir vielleicht nicht so gut ging. Weil letztendlich sind das oftmals diese schmerzhaften Momente, so poetisch das jetzt auch klingt, die einen dazu bringen zu wachsen. Und ich finde es einfach unglaublich schade, dass das in diesen Videos niemals thematisiert wird. Weil so hat man immer das Gefühl, dieser Weg ist immer ein unglaublich glamouröser, schöner Weg. Der Weg zu einem schönen Körper ist immer nur ein schöner Weg. Oder dieser Weg zu akademischem Erfolg ist immer nur ein schöner Weg. Oder der Weg zu viel Geld ist immer nur ein schöner Weg. Weil das ist einfach nicht die Realität. Zu all diesen Wegen, zu all diesen Entwicklungen, bei denen man sich selber pushen muss, gehört auch immer irgendwelche negativen Momente dazu. Da gehören immer auch Momente dazu, wo man sich nicht gut fühlt, wo man weint, wo man Angst hat, wo man Stress hat, whatever. Und all diese Videos bilden diese Struggles in keinster Weise ab. Nicht jeder kann um 5 Uhr aufstehen, Yoga machen, meditieren, lesen, zum Sport fahren, sich ein gesundes Frühstück machen, stundenlang am Schreibtisch sitzen, sich schöne Notizen machen und so weiter. Nicht jeder hat die Zeit dafür. Denn wenn man schon im Schichtdienst arbeitet, fällt man raus. Wenn man einen 9-to-5-Job hat, und es haben nun mal sehr, sehr viele Leute, fällt man raus. Wenn man Kinder hat, fällt man da einfach raus. Und das Problem, was ich auch da wieder sehe, ist, dass sehr, sehr viele Leute versuchen, ihr Leben an diese Routinen, die da dargestellt werden, anzupassen, obwohl es ja eigentlich andersrum sein sollte. Eigentlich sollten die Routinen zu eurem Leben passen und ihr solltet nicht krampfhaft versuchen, dass es zu euch passt, sondern Routinen, die wirklich gut für euch sind, die passen ganz automatisch zu eurem Leben. Nach diesem ganzen Geramble hier, was ist eigentlich der Punkt und das Ziel, was ich mit diesem Video versuche zu erreichen? Ihr solltet aufhören, euch mit solchen oder generell mit unrealistischen Standards zu vergleichen. Ihr könnt diese Videos wunderbar als Inspiration nehmen. Das mache ich auch selber. Ich schaue mir unglaublich gerne diese Videos an und ich drehe auch von Zeit zu Zeit gerne selber solche Videos. Wirklich. No judgment. Alles okay. Aber man sollte eben diese Punkte, die ich eben genannt habe, dabei immer im Hinterkopf bewahren. Und man sollte versuchen, für sich die ein, zwei Dinge aus diesen Videos, die für einen selber passen, für sich zu übernehmen und den Rest einfach beiseite lassen. Niemand sagt, dass ihr um 5 Uhr morgens aufstehen müsst, um erfolgreich zu sein. Wenn ihr Personen seid, die einfach gerne spät aufstehen, dann steht spät auf. Und wenn ihr Personen seid, die dann besser abends arbeiten könnt, arbeitet abends. Kommt am Ende auf dasselbe Ergebnis aus, sieht vielleicht nicht so ästhetisch aus und man kann da vielleicht keine so guten Videos drüber machen. Aber das muss ja auch keiner. Man muss ja niemandem was beweisen. Wenn ihr keinen Bock auf Fitness habt, auch wenn das all die ganzen TikTokerinnen immer so schön darstellen und vielleicht mehr Bock darauf habt zu reiten, dann geht reiten. Und wenn ihr grüne Smoothies nicht mögt, was ich übrigens auch nicht tue, dann müsst ihr auch keine grünen Smoothies trinken. Ihr könnt auch einfach eine Scheibe Brot essen mit Tomaten drauf. Das sieht auch nicht so ästhetisch aus, aber ist auch gesund. Letztendlich müsst ihr für euch einen Lebensstil finden, der zu euch passt. Zu eurem persönlichen Wohlbefinden, zu eurem persönlichen Tagesablauf, wie er für euch passt. Ihr solltet niemals versuchen, in euch in irgendwelche Idealbilder reinzupressen. Und noch eine Sache. Wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, dann vergesst nie, dass die Leute hinter diesen Bildern auch genauso viele schlechte Tage haben. Das kann ich aus einer Content-Creator-Sicht wunderbar und ehrlich sagen, auch wenn man vielleicht immer seine schönen Momente auf Social Media teilt, man hat genauso schlechte Tage und das ist absolut normal.